Schon auch gemacht? Angemacht. Gut, wunderbar. Also ich bin ja Startspieler, deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz nachdenken. Genau. Ich würde sagen, ich nehme mir mal. Ich glaube, ich ziehe mal zwei Steine und nehme einen Stein. Genau. Ja, perfekt. Alles von selbst satt. Dann nehme ich einen blauen. Leg den da hin. Türkis. Türkis, ja. Und du bist dran. Ich nehme zwei Steine und nehme die weißen fürs Schildkrötchen. Sehr gut. Moment mal, die kriegt insgesamt 14. Und ein Trilling, 5 Punkte, Paar 7 Punkte, jetzt sind 14, sind auch 14 und mit dem sind es 28, also gleich. Mhm. Ja, dann mache ich es so. Ja, jetzt. Gut. Ich spiele drei Steine ziehen und Coyote bewegen. Der Coyote kommt dahin. Der verträgt sich doch mit dem Biber nicht. Ja, das ist wohl wahr. Und zieht drei Steine. Das ist nicht nett. Das stimmt. Ich nehme einen Stein. Mhm. Okay. Ich nehme auch einen Stein. Nimm auch einen Stein und der Coyote fühlt sich bei dir viel besser. Mhm. Ich nehme auch einen Stein, der Coyote kommt retour, aber jetzt nicht mehr dahin, sondern mal dahin. Mhm. Und was nehmen wir denn? Ein Stein jeder Farbe. Alle gleichrangig. Ah, ein Stein jeder Farbe. Dann nehmen wir mal den da. Das legen wir mal hier hin ins Lachsfeld. Gut, dann bist du dran. Zwei Steine ziehen, einen Stein nehmen. Mhm. Oha. Ja, dann passt das ganz wunderschön hier hin. Ich muss ja meinen Spirit nutzen. Ich kann meine Karten wieder alle umdrehen. Welchen möchtest du? Den Bär oder den Adler? Ich nehme den Adler, weil dann kann ich einen Stein nehmen und noch einen weiteren Spielzug machen. Und dann nehme ich natürlich den Stein hier und lege den hier auf das Lachsfeld. Denkst du daran, dass du dann nichts mehr daran machen kannst? Das denke ich nicht dran. Da hast du recht, ich lege ihn nochmal zurück. Das ist ja wohl wahr. Das ist dann abgeschlossen sozusagen. Ja. Dann nehme ich den da. Und macht einen weiteren Spielzug. Achso, dann muss ich ja eine Karte umdrehen, ja, für, genau. Logischerweise. So, ne, dann machen wir das mit drei Steine. Coyote ist noch mit bei mir. Zwei Steine ziehen und einen Stein nehmen. Das machen wir. Okay. Das hier hat sich erledigt, dann müssen wir drunter schieben. Genau, ne? Jawohl. Jetzt haben wir einen Wolf. Vier Steine ziehen, einen Stein nehmen. So, was habe ich gemacht jetzt? Zwei Steine ziehen und einen Stein nehmen. Genau. Ja, dann nehmen wir den Liebestein. Sehr gut. Dann bist du dran. Ich nutze den Bär. Spiritkraft nutzen und Karten zurückholen. Ich den Bär? Die Karten auf und ich nehme den Bär. Alle Steine aus der Schatulle in den Beutel, dieselbe Anzahl neue Steine ziehen. Einen Stein nehmen. Genau, also drei Steine zurück. Jawohl. Und dann kommen drei Steine auch wieder raus. Und dann darfst du einen davon nehmen. So ist es. Eins, zwei, drei. Dann haben wir ein glückliches Händchen. Sehr gut. Hoppla. Entschuldigung. Das war dein Spielplatz, ja? Ja. Dann nehme ich zwei Steine, nehme ich die beiden und lege die hier hin.
bist dran. Ja, dann muss ich nochmal, also das darf ich ja nicht machen. Den Bär habe ich genommen. Du musst mindestens 3 Karten umgedreht haben. Entschuldigung, ich war durcheinander. Du hast recht. 3 Karten müssen mindestens umgedreht sein. Ein Stein vom eigenen Tableau und die Schale, 2 Steine nehmen. So, jetzt würde ich gerne einen Stein nehmen, aber da ist ja gar nichts. Ja, du musst erstmal ziehen. 2 Steine ziehen und einen Stein nehmen, hätte man. Oder 3 Steine. Nein, ich nehme 3 Steine ziehen und den Kojoten bewegen. Da ist er dir. Da. Okay. Wie viel 3 Steine ziehen? Ja. Eux de toi. Okay. Okay. Soll ich mal was sagen? Das mach ich auch. Och, du mit deinem Kajol. Ja, ja. Stell dir nochmal da hin. Okay. Und 3 Steine ziehen. Dann wäre ich dran, richtig? Ja. Ich nehme 2 Steine. Sehr gut. 8 Steine gibt es von jeder Farbe, richtig? Ich glaube, ja. Ja. Ich nehme einen Stein und den da. Ich mache 2 Steine ziehen und einen Stein nehmen. Genau. Ha! Oh! Nein, den da. Ich mache auch einen Stein nehmen und nehme den und lege den hier auf die Bühne. Jetzt nutze ich die Spiritkraft und gebe dir den da mal wieder rüber. Mhm. Spiritkraft nutzen und Karte zurückholen. Ach so, nein, das ist das ja gar nicht. Nein, Entschuldigung, das ist ja das andere. Da steht so dumm darum. Du kannst die 2 und da hast du ja auch die Möglichkeit. Ja, hast du absolut recht. Ja, ja. Und dann spiele ich auch. Ich nehme einen Stein und der Lachs, der kann ja da den Lilane brauchen. Genau. Gut. Ich mache mein Spirit geltend. Drehe alles wieder rum und jetzt müssen wir mal gucken, welchen. 4 Steine ziehen, 1 Stein nehmen. Das hört sich gut an. Das gefällt mir. 1 Stein vom eigenen Tableau in die Schale, 2 Steine nehmen. Ja, ich nehme 4 Steine. Der Wolf ist erledigt. Ja, ich darf mir einen nehmen. Und dann nehme ich den. The green one. Mhm. Ja. Ich nehme mir einen Stein. Du kriegst den Kojote. Jawohl. Und ich nehme mir diesen Kraft. Stein für den Biber. Genau. Ich nehme 2 Steine. Das war die beiden. Ja, ich will mal Spirit Kraft nutzen und Karten zurückholen, denn ich habe ja gar keine Karten mehr. Genau, hier kannst du einen Stand vom eigenen Tableau in die Schachtel zu legen. Das hätte auch einer sein können, wo ein Kojote steht, das nur bei dieser Sache. Ah, okay. Und 3 Steine ziehen, einen Stein nehmen, einen Stein in den Beutel zurückkehren. Das mache ich. 3 Steine ziehen. 1, 2. Entschuldigung, einer zu viel gezogen. Einen Stein nehmen. Viel Geld. Und eine in der Beute zurück. So ist es. Bison ist erledigt. Der Adler ist wieder da. Ich mache 3 Steine ziehen und den Kojoten bewegen und den bewege ich jetzt mal auf das Schildkrötenfeld, bitte. Ansonsten ziehe ich 3 Steine. Zack. Und du bist dran. Dann nehme ich 2 Steine. Und zwar die beiden für die Bronzen. Perfekt. Perfekt. Ja.
muss jetzt nachdenken. Mhm. Ich nehme erstmal nur einen einzigen Stein und lege den hier hin. Ich nehme auch einen Stein und lege ihn dahin. Dann ziehe ich zwei Steine und lege einen hin. Oder nehme einen, genauer gesagt. Zwei waren es, gell? Zwei, ja. Ja, das passt doch. Großartig. Ja, ich weiß, kriegt, weil ich wieder auf den Stein setzen kann. Du darfst ihn setzen auf den Lachs. Ich wollte gerade sagen, das ist Steiser. Und den gelben setze Stein. Genau. Gut, dann mache ich drei Steine ziehen und den Kojoten zu dir stellen. Mhm. Da. Gut. Ja, ein Kraftstein. Ich muss Spirit machen. Ein Stein vom Eigentablon die Schale und zwei Steine nehme Schischisch und das ist ein Stein nehmen, ein weiterer Zug. Das machen wir. Mhm. Also Spirit. Einen Stein nehmen und einen weiteren Zug. Ich nehme den Stein. Wir haben inzwischen drei Kraftsteine. Genau. Und einen Blick behalten. Und noch einen weiteren und einen Zug. Genau. Dann lege ich den Wasserschrauben, oder? Alle gleichfarbig. Ja, dann mal drei Steine ziehen und eine Kojote bewegen, weil ich kann jetzt momentan da machen und ziehe drei Steine. Zwei Steine ziehen, einen nehmen. Mhm. Uha. Das ist der vierte Kraftstein. Ja. Dann nehme ich zwei Steine. Und zwar die zwei gelben. Ich muss meinen Spirit machen und die Karten drehen. Und den Spirit vier Steine ziehen, einen Stein nehmen. Das ist mir gerade zu gefährlich, weil wir nur noch einen Kraftstein im Spiel brauchen können. Ein Stein vom eigenen Tableau in die Schale, zwei Steine nehmen. Das ist aber auch richtig schade. Ah, das könnte ich jetzt aber auch da, wo der Kojote ist. Da kannst steht, du auch gell? Eins wegnehmen, ganz genau. So, das sind drei Punkte, die kriege ich dann da oben einfach wieder. Na, wie war das? Einen Stein vom eigenen Tableau in die Schale und zwei Steine nehmen. Dann nehme ich. Nein. Den zurück. Mhm. Einen Stein vom eigenen Tableau in die Schale nehmen und zwei Steine nehmen. Mhm. Dann nehme ich den. Sehr gut. Und den. Also vier von den Kraftsteinen haben wir schon. Ja. Noch einen, dann ist es vorbei. Das so sieht's aus. So, ich habe den Hirsch gemacht hier. Jetzt ist er wieder da. Zwei Steine aus dem Beutel aufs Tableau. Huch, hatten wir den schon mal gehabt. Zwei Steine aus dem Beutel aufs Tableau. Oh, das ist natürlich toll. Haben wir noch gar nicht gehabt? Nee, noch gar nicht. Ich nehme einfach einen Stein. Nehme den hier und leg den da hin. Einen kleinen Moment. Bitte. Ja. Ja, ich mach Spirit.
Und nehme hier diesen Widder mit zwei Steine aus dem Beutel aufs Tableau. Das ist natürlich immer Risiko, weil du ja nicht weißt, was du kriegst. Gelb und grün. Tja, das ist blöd. Das passt nicht. Das passt nicht. Dann lege ich die hier hin und dann lege ich da hin, aber das bringt dann keine Punkte mehr. Obwohl, das da kann ich den überhaupt nicht. Gelbe, da. Da ja, stimmt, ja, das ist gut. Ja. Entschuldigung, ja. Genau, und du bist dran. Der ist erledigt. Ach so, ja, Entschuldigung. Nee, ich muss den Kreode mal loswerden und nehme einen Stein. Und der kommt dann natürlich dahin. Mhm. Und ich nehme einen Stein. Und dafür tue ich den wieder zurückrufen vorhin. Okay, ja. Sehr, sehr gut. Ich nehme einfach einen Stein. Ja, mach den das hier. Denkst du aber nur? Warum? Weil da der Kolode steht. Darf ich das gerade machen? Ich nehme das wieder zurück. Mhm, super. Dann machen wir drei Steine ziehen und Coyote rüber. So, wo legen wir dich dann hin? Auf die Schildkröte ganz unten, bitte. Wenn du da nicht drankommst, geht er nicht dahin. Oh. Da ist der fünfte. Moment, jetzt ist die Überlegung. Kann ich noch irgendwas machen? Nee, die Karte sagt, Coyote bewegen und Steine ziehen. Du darfst das ja war's. Machen. Damit ist das Spiel beendet. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und alles tschüss, Coyote, dass du ins Schilde hocke. Genau, dann zählen wir mal die Punkte. Oha, das ist nicht so furchtbar viel. Ich habe hier 3, 6 verdoppelt sind 12, sind 9, 15. 15, ja. 15. Dann haben wir hier die Trillinge 5 Punkte, das sind zusammen 7 Punkte. Mit beide Bonus Sets komplett 14, 14 28. 28, 38 ja. Und 5 sind 43. 40. Dann habe ich hier 4 Steine, sind 6, sind 49. Jawohl. Dann habe ich hier 4 Steine, sind 9, sind 58. Perfekt. 58. 58. Das ist gut. So, dann gucken wir mal bei mir. Ich habe nur ein Paar, sind 3 Punkte. Hier habe ich 3 verschiedene, sind 6, sind 9 Punkte. Hier habe ich 28. auch 14, 28 sind 37. 37 Punkte. Hier habe ich 13, sind 26 insgesamt. 37, 43, 63. 53? Ja, und hier noch eine. 54. Ich hatte 62. Nein, 52. Ja. Du hast gewonnen, schon wieder. Ja, genau. Ei, 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 ei. Sehr gut. Na gut.